Glaubst du, dass das möglich ist, beim Hund den Jagdtrieb zum Erliegen zu bekommen, nur indem man jetzt verhindert, dass der nie irgendwie was zum Jagen vor die Nase kriegt? Ja, ich meine, ich glaube, du ahnst das schon. Ich sage jetzt einfach nur, geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, das liebe Jagen und so weiter, da was man halt mit einem Hund als Hundebesitzer da, also eigentlich schon immer mit als Thema irgendwie hat, werden ja ganz dolle Blüten getrieben. Also da wird zum Beispiel gesagt, dass es eine ganz schlechte Idee ist, mit der Reizangel mit dem Hund irgendwie was zu machen, weil dann wüsste er ja, wie schön das Jagen ist und so. Da muss ich immer echt milde lächeln, weil ja, es gibt ja auch in menschlichen Bereich auch so Tendenzen, bisschen konstruiert das Beispiel, aber das ist wirklich so, wie es halt eben nicht funktioniert. Jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. Wenn du als Vater einen Fußballprofi hast, der jetzt meint, das wäre ganz schlecht, wenn sein Sohn das Gleiche machen würde, und der versucht jetzt ganz doll, ihn zum Schachspieler zu machen. Indem er halt ihm nie einen Ball gibt zum Spielen. Das funktioniert so lange, bis der Junior einen Ball an die Füße kriegt und dann geht's ab. Dann wird er seinen Trieben folgen und wird das machen, was er in sich spürt. Ne? Also einem Hund das Jagen praktisch abzugewöhnen, indem man ihn das nie kennenlernen lässt, ist erstmal ganz schön anstrengend und es wird nichts bringen, weil der Trieb ist da. Der Trieb, das muss noch nicht mal eine Jagdhundrasse sein, der Trieb, etwas zu verfolgen, ist eigentlich so gut wie bei jedem Hund da. Es sei denn, dass sein Aggregatzustand das jetzt gerade nicht zulässt, weil es einfach zu heiß ist oder weil er schon zu alt ist oder weil er, ja, weiß schon, aber, oder weil er wirklich sagt, ach, da jetzt so ganz so weit hinterher. Aber bei einem Jagdhund nur zu verhindern, dass er jemals auf den Geschmack kommt, er hat Blut gerochen, so ungefähr, das funktioniert halt nicht. Anti-Jagd-Training in den schönsten, buntesten Büchern, alles, also haarklein beschrieben, wie man das dann machen soll, und super duper Schlachtruf soll es dann geben, wenn der Hund das dann nicht getan hat, sondern zu einem zurückkommt und so weiter. Das ist sowas von blanke Theorie, das gehört normalerweise also eigentlich unter dem Bereich, wie verarsche ich Hundebesitzer. Also das packe ich dann immer nicht, wenn ich irgendwie sowas lesen muss oder so. Allein schon, dass, wenn ich merke, dass jemand so eine Idee hat und dann dafür auch noch Geld verlangt, weil er weiß, dass Leute das gerne so hätten. Pass mal auf, Hundi, ich erkläre dir das jetzt mal. Die Hasis, die wollen da ja auch jetzt einfach nur in Ruhe auf der Wiese sein. Lass es einfach sein und dann kriegst du dein super Leckerli und dann spielen wir schön zusammen und dann wird's was. Ja, in welcher Welt leben diese Leute? Ich weiß es nicht. Auch ein bisschen beschäftigen tut mich da schon durchaus der Gedanke, dass es Leute gibt, die das glauben. Ja, das ist wirklich manchmal, ist mein Job schon ein ganz schön lustiger. Wenn man so, also wirklich dann mit Ideen konfrontiert wird, wo man selber eben nicht drauf kommt. Ja, schon natürlich durchaus auch aufgrund der eigenen Vergangenheit, also was ich halt jetzt alles schon unternommen habe, das Jagdhunde nicht jagen. Da kam es uns Gott sei Dank nie in Sinn, dass man jetzt so einfach so, weil das ging ja nicht, der musste ja jagen, um seinen Job machen zu können. Also jagen auch bedeutet auch, dass er durchaus auch mal wild verfolgt, ne? Gut, so, wie schaffe ich das jetzt, dass ich diesen Trieb kontrolliert bekomme? Ich muss es mit dem Hund üben, dass der hetzt und dass ich ihn dann stoppe, weil ich kann nur stoppen üben, wenn ich ihn hetzen lasse. Ist eigentlich relativ logisch, ne? Und da wäre das wirklich, also das Coolste und das, was man wirklich zu Hause machen kann, etwas mit einer Reizangel zu unternehmen. Weil da habe ich alles unter Kontrolle, da kann ich mit dem Hund solche Situationen üben, dass ich wirklich das hinbekommen kann. Der Hund verfolgt sein Lieblingsspielzeug, was halt am Strick hängt, Mohrrübe und so, dass du ein Bild vor Augen hast. Und dann kann ich mit ihm in aller Ruhe üben, dass der sich stoppen lässt an seinem Spielzeug.
an seinem Ball, an seinem, was weiß ich denn, da gibt es Hunde, da reicht es, wenn ich da einen Lappen dran binde, den ich bewege, dass der das schon toll findet. Oder denk doch mal an Windhunde, wenn die da, die haben da keinen echten Hasen, der gezogen wird von der Maschine, sondern das ist nur ein Lappen letztendlich, ne? Und noch nicht mal Fell, weil das ist egal, der Hund reagiert auf den Reiz, den er gerade sieht, ne? Und wichtig ist, dass man wirklich endlich mal anfängt zu verstehen, ich kann nicht auf ewig verhindern, dass der Hund jagt. Irgendwas wird er immer jagen, und wenn es Vögelchen im Garten sind oder sonst was. Sondern ich kann nur üben, den Hund zu stoppen. Und dafür muss er genau das tun, nämlich hinter irgendwas herrennen. Ne? Start ist natürlich so, dass er erstmal nur sich bewegt, ohne etwas zu verfolgen, um ihm das ganze Thema ein bisschen näher zu bringen. Aber dann muss ich den Schritt machen, dass ich sage, ich setze das in die Praxis um. Ich habe meinen Hund auf dem Spaziergang an der Schleppleine und dann sage ich dem, dass der stoppen soll, beziehungsweise vielleicht auch herkommen, was halt meine Methode ist, um das zu unterbrechen, was der Hund jetzt gerade davor hat. Und da setze ich nicht auf super Leckerchen oder sonst was, sondern das sind Sachen, die verlange ich von meinem Hund. Ansonsten kann ich es ja gleich sein lassen. Das ist ja keine Beschäftigungsmaßnahme. Das ist, oh, heute war es aber jetzt nach dem achten Hasen jetzt langsam, also wirklich ein bisschen doll. Da müssen wir jetzt dann zusammen nach Hause gehen, weil das hast du nicht schön gemacht, hä? Sondern ich muss das vom Hund auch mal verlangen können. Sachen, die eventuell sein Leben weiterlaufen lassen, weil er halt sich stoppen ließ, bevor der Hase dann über die Straße lief und er hinterher. Ne? Also wenn das nicht ein Anlass ist, warum ich also wirklich ja das wichtigste Training, das, was ich brauche für meinen Hund, mit dem auch mache, dann weiß ich es auch nicht. Also das ist nicht so aufwendig, wie man jetzt meint, aber auf jeden Fall, es funktioniert nicht so, dass man meint, ich zeige dem das gar nicht erst und dann macht er das auch gar nicht, weil ein Trieb ist in ihm drin, der ist da, der ist schlummert vielleicht, ja, aber es braucht dann einen Ansatz, wenn er da meinetwegen auch dann schon ein bisschen älter ist, wenn man erfolgreich war bei seiner Verhinderungstaktik mit einem Welpen, ja, und dann passiert es ja sogar eben, dass dann viele meinen, ja, ich hab's im Griff, ne, läuft, jetzt kann ich den auch mal ohne Leine laufen lassen, und genau dann kommt Harry Hase da mal quer und dann geht's ab die wilde Jagd, ne, und dann meint man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, hätte man vorher, hätte Fahrradkette, hätte man das mit dem Welpen schon gleich geübt, wenn ich sage, nein, du jagst es nicht, dann jagst du das auch nicht, wäre es viel, viel einfacher gewesen, ne. Und ja, das ist jetzt wieder so ein Video, wo ich dann mal so ein bisschen versuche, wach zu rütteln. Aber ich sage auch dann wirklich gleich dazu, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das geht auch mit älteren Hunden. Das geht auch mit älteren Hunden, die durchaus schon so ihre Jagderfahrung gemacht haben. Aber man muss da einen Plan ein bisschen für haben, ne? Ansonsten funktioniert es nicht. Auf jeden Fall wollte ich mit diesem Video also wirklich erreichen, das war mir jetzt wirklich das Wichtigste, dass man nicht meint, hier Reizangel, also den Hund etwas hetzen lassen, ist eine ganz schlechte Idee, weil man damit eben das Jagen dann praktisch dem Hund da schmackhaft macht, sondern das ist erforderlich. Der muss jagen, damit ich mit ihm Stoppen üben kann. Das ist das Allerwichtigste. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Es gibt auch keine jagdlichen Ersatzhandlungen in dem Sinne. Wenn ein Hund von seiner Rasse her in sich hat, dass er jagt, weil das seit 100, teilweise je nach Rasse natürlich, seit mindestens 100 Jahren da intensiv auch über die Zucht verstärkt wurde, dass man da eben die nicht so den Trieb hatten, dann eben auch wirklich nicht für die Zucht genommen hat. Das löscht du nicht weg, indem du das ihn nicht erleben lässt. Das funktioniert so nicht. Das geht nicht. Ne? Und solche Situationen herbeizuführen, Das ist das richtige Vorgehen, dass man sagt, ich kann den stoppen, wenn ich meinetwegen, keine Ahnung, mein Partner, meine Kinder, Enkelkinder, wie auch immer man da aufgestellt ist, bindet sich mal einfach eine Wurst an einem Faden fest und zieht die durch den Garten. Wenn ich das schaffe, den Hund daran Sitz machen zu lassen oder ihn abzurufen von dieser Wurst, bevor er sie frisst, dann bin ich schon gut aufgestellt. Was nämlich auch so lustig ist, viele sind bereit, sowas auch durchaus mal auszuprobieren, aber da ist für die Menschen dann immer ein Riesenunterschied zwischen Theorie und Praxis. Theorie im eigenen Garten, so mit einem Balli, was der Hund verfolgt, ist ja gut. Aber wenn ein Reh kommt oder Hase, dann meinen die Leute immer, das ist was anderes. Für den Hund ist das nichts anderes. Es ist nur für uns, ist es in den Köpfen drin, es ist schwerwiegender. Der soll ja niemals ein Reh jagen. Soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern?
die Leute, die mir das damals gesagt haben, die leben schon nicht mehr. Aber das war bei mir nicht anders. Ich war halt auch erst 14, ne, wie ich da mit den Jagdhunden da wirklich dann die ersten Erfahrungen gemacht habe und das selber ausprobieren wollte. Mir wäre es ohne diese Info, was ich jetzt gleich erzählen werde, nicht in den Sinn gekommen, dass es praktisch den Jagdhund, damals war es ein Deutschrater, meine Cora, und dass es den unbrauchbar macht, wenn der das schafft, ein Reh zu erwischen. Also sprich, ein Reh abzumurksen, es zu überwältigen, zu töten. So. Dann sollte man den Jagdhund doch am besten gleich erschießen, weil das wird niemals ein ordentlicher Jagdhund, der wird das immer wieder und immer wieder machen. Deswegen hatte ich solche Angst vor Rehwild. Ne? Also dass ich das, oh Gott, wenn der das erwischt, dann bin ich fertig, dann da geht da nichts mehr. Ne? Bis ich, bei dem ersten Hund hat es noch bei mir gereicht, dass mich das so beeinflusst hat. Beim zweiten Hund habe ich mich selber einfach mal gefragt, aber ja, natürlich sind da Rehe, also muss ich doch gucken, dass ich den stoppen kann. Und wenn der mal eins erwischt, dann hat er doch das gemacht, wofür er da war. Ne? Ich spreche jetzt von Jagdhunden, dass ein Familienhundbesitzer sich das nicht wünscht, das ist klar. Ich habe es mir auch nicht gewünscht, aber sowas passiert halt. Und gerade kann das eben bei Jagdhunden sein, dass es erforderlich ist, dass er mir ein krankes Reh auch tatsächlich dann überwältigt und es festhält, bis ich es erlösen kann. Ne? Das sind dann ganz andere Gedanken, das verstehe ich. Aber für die Hunde ist das egal, ob der Besitzer jetzt einen Jagdschein hat und dann eben auch berechtigt irgendwo zur Jagd geht oder ob es ein Familienhund ist. Deswegen den höchsten Schwerpunkt drauf legen in der Ausbildung, dass der Hund sich stoppen lässt. Und der Anfang ist nie gleich mit dem, sagen wir mal, mit dem größten Reiz, sondern mit etwas, sage ich mal vorsichtig. Wie gesagt, es kann ein Würstchen am Bantel sein oder eben, wenn er gerne spielt mit dem Ball, der Ball, der am Bantel hängt und sich da eben von mir bewegen lässt, wie ich das möchte, so wie Puppenspieler, da die Situation stellen kann, so wie er die gebrauchen kann. Und dann kriege ich das in den Griff. Ich kann einen Trieb, den ein Hund hat, nicht löschen, beziehungsweise kalt halten. Das reicht ein Erlebnis, was für den Hund, dass der auf einmal dann bing wach ist und dann ist der Trieb im vollen Ausmaße da. Ne? Und wenn ich das beachte, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben vor irgendwie was. Was flippen Sie noch alle aus? Moment mal, wegen Eichhörnchen. Genau, Eichhörnchen, da muss ich immer milde lachen, weil was soll denn da jetzt groß passieren? Ne? Die Viecher, die halten, also gut, die machen den Hund schon kirre, aber die gehen auf den nächsten Baum. Da ist keinerlei Gefahr. Ne? Und ich könnte es in aller Ruhe üben. Die hauen ja noch nicht, die sitzen ja dann da auf dem Baum. Kann ich doch üben, ist doch kein Problem. Ne? Stofftierattrappe, keine Ahnung. Wenn der Hund das gewohnt ist, wenn er die Bilder schon mal gesehen hat, dann ist es einfach. Aber Angst beim Hundebesitzer, Bedenken, also starke Bedenken um die eigentlich Sicherheit des Hundes und eigentlich auch um blöde Situationen nicht zu erleben, die blockiert. Angst ist die mit, also nicht vielleicht mit, sondern das ist die größte Krankheit in unserer Menschheit. Es ist Angst macht krank, Angst macht, Angst behindert, Angst nimmt einem Ideen, Angst lässt einen klein werden, das ist alles Mist, sondern geht das an. Das ist jetzt mein Aufruf mit dem Ding. Lass dich nicht einlullern davon von Menschen, die behaupten, man könnte einen Jagdtrieb verhindern beziehungsweise ja, dämmen oder in irgendeiner Form. Nein, kann man nicht. Das ist eine glatte Lüge, was da solche Leute erzählen. Auch wenn sie es vielleicht sogar unbewusst machen oder sie meinen, dass sie recht haben, weil sie eine Rasse besitzen, die sich mit Leichtigkeit von allem abrufen lässt, wenn man dann nur irgendwie was ganz was Tolles hat. Ne? Aber das ist nicht die Wahrheit und sowas regt mich dann immer wirklich auf, weil das sind wichtige Sachen, dass man da mal Klartext spricht, dass die Wahrheit nicht das ist, was man nicht aussprechen darf oder nicht denken darf, sondern geht das Thema an und steigere dich in dem Maße, was du jetzt so bieten kannst, eben im Anspruch, woran du deinen Hund stoppen kannst, aber mach nicht so, oh mein Gott, hoffentlich, weil, hast du jetzt mitgekriegt, ich habe mich da echt jetzt gerade geoutet, das war bei mir auch so. Ne? Und natürlich hat sich das geändert, aber man darf keine Angst haben vor Situationen, sondern ich muss die Situation üben. Und zwar nur, damit ich lerne, ich als Mensch, meinen Hund zu kontrollieren. Ich kann dem keinen Jagdtrieb wegnehmen. Wenn der da drin ist in dem Wauzi, dann ist der da drin und der geht auch nicht weg. So, schlussendlich, der Sinn dieses Videos
Mach dir keine Gedanken über irgendeinen Jagdtrieb, den dein Hund mehr oder weniger schwer hat oder sonst was. Geh einfach davon aus, dass er Jagdtrieb hat. Und tue in deinem Training möglichst alles, was du so bieten kannst, um zu üben, dass der Hund sich stoppen lässt. Und dabei wird es von ganz alleine sich ergeben, dass du da anders drüber denkst. Das geht nur darum, dass der Hund einem Reiz nachgehen möchte. Das kann eine Wurst sein, das kann ein Ball sein, das kann tatsächlich auch das Reh sein oder der Hase oder wie auch immer. Aber habe keine Angst davor, sondern übe das, dass du Routine bekommst. Und dann wird das alles für dich sich in Schall und Qualm auflösen. Diese ganze Thematik, die da angeblich jetzt so gehypt wird, da von wegen Anti-Jagdtraining oder sonst irgendwie was. Mach lieber Jagdtraining, also stopp den Hund an möglichst allem, wo er hin möchte. Und wenn du diese Situation stellst, dann bist du auch in der Lage, das zu belohnen. Aber ansonsten, lass dir nichts einreden. Es geht nur darum, dass du den Hund stoppen kannst. Und glaub nicht, dass es Rassen gibt, die keinen Jagdtrieb haben. Da haben schon einige blöd geguckt. Das sind alles nur Werbeversprechungen. Elo zum Beispiel. Ich habe einen gesehen, der konnte aber verdammt schnell hinterm Hasen herrennen. Die haben ja angeblich keinen Jagdtrieb. Ja, genau. Sowas muss man sich erarbeiten. Ne? Und dazu rufe ich jetzt mal wieder auf. Werde selber aktiv. Auf die anderen kannst du dich eh nicht verlassen, weil sonst bist du verlassen. Du musst das selber machen und dann kannst du das genießen, was du mit deinem Hund erreicht hast. Viel Spaß dabei. Alles Gute, deine Steffi. Ja, offensichtlich gefällt dir ja das, was ich so zu sagen habe zu den ganzen Hundethemen dieser Welt. Also Hund und Mensch, Mensch und Hund, was weiß ich denn, alles, was irgendwie mit dem Hund zu tun hat. Und vielleicht ist es ja sogar ein kleiner geheimer Wunsch von dir, das auch mal mit mir wirklich live besprechen zu können. Also wirklich mit mir, also nicht nur meine Videos angucken und dann. So, also falls das so wäre, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Und es freut mich umso mehr, weil ich jetzt wirklich dir auch erklären könnte, wie es geht. Du brauchst jetzt einfach bloß mit deiner Maus und das Video gehen, da findest du einen Link. Und wenn du auf diesen Link draufklickst, dann kommst du nochmal zu einem extra Video, was ich für dich aufgenommen habe, wo ich dir dann ganz genau erkläre, wie das dann geht, dass du auch mal echt mit mir zusammen massig viel Zeit verbringen kannst, live dabei, ist überhaupt gar nicht schwer, wo du dann tatsächlich wirklich das, was du noch verbessern möchtest mit deinem Hund oder also alles eigentlich, was du mit mir besprechen möchtest, ist dann tatsächlich möglich. Also, klick auf den Link, danach kennst du dich aus. Würde mich sehr, sehr freuen, dich dann tatsächlich wirklich auch mal live sehen zu können, dass wir zusammen Zeit verbringen und dann wird das alles noch besser. Drück auf den Link, jetzt, los, machen.